Besonders groß sind die Schäden an der Weißen Elster. In Gera ist der Hang zwischen Zwözener Brücke und Zwözener Steg abgerutscht. Der Radweg endet im Nichts, beziehungsweise einige Meter weiter unten. Zwar ist die Strecke gesperrt und Umleitungen sind ausgewiesen, aber viele Radfahrer fahren hier trotzdem lang. Zeigt, dass sie wieder frei wird. Nein, die Strecke wird nicht so schnell wieder frei, denn die Wasserbehörde kann sich mit dem neuen Ufer offenbar anfreunden. Es wäre aufwendig, die Böschung aufzuschütten, wie sie vor dem Hochwasser gewesen war. Man müsste den Radweg landeinwärts verlegen und das ist kompliziert. Da sind dann aber schon private Grundstücke, sodass die Stadt in diesem Fall als Baulastträger erst in Verhandlungen über einen Grundstückserwerb oder sonstige Nutzung von Grundstücken treten müsste. Und damit ist eine kurzfristige Realisierung praktisch ausgeschlossen, gerade bei diesem Abschnitt. An der Weißen Elster hat das Hochwasser viele Streckenabschnitte beschädigt. Die sportlichen Radfahrer wissen sich zu helfen. Richtung Greiz liegen noch etliche Bäume da quer. Also ist schon erheblich, ne, die Schäden. Ja gut, mit dem Mountainbike ist eigentlich kein Problem, da kann man so ein bisschen drum rumfahren. Das ist an der Bretmühle nördlich von Greiz schwer möglich. Man braucht schon ein schweres Landwirtschaftsgerät, um durch den Fluss zu kommen. Die Brücke ist offenbar so kaputt, dass sie neu gebaut werden muss. Für Freizeitsportler ist sie gesperrt. Einige Radfahrer aus der Region kümmert das kaum, sie nutzen sie trotzdem. Auch in Bad Köstritz hat das Hochwasser Teile des Radweges an der Weißen Elster weggerissen. Überall sind Umleitungen ausgewiesen, aber die führen über Landstraßen. Die schönen Strecken am Fluss sind dadurch nicht befahrbar. An der Werra gibt es nicht so viele Probleme. In Hessen ist zwar der Bohlensteg bei Heringen wegen der Hochwasserschäden gesperrt, aber er wird dauerhaft repariert. Nördlich von Kreuzburg soll der Werratalweg jedoch verlegt werden, denn der Hang ist an zwei Stellen abgebrochen. Da hat's ganz schön weggerissen, gell? Es ist verglichen mit der Weißen Elster nicht schlimm, aber man kann den Radweg nicht mehr verbreitern und jetzt ist er für behinderte und sportliche Radfahrer zu schmal. Es ist aber sehr schwierig, die Böschung zu befestigen. Daher sollen die Radfahrer langfristig links der Werra fahren. Das wird allerdings wie bei allen Reparaturen an Radwegen eine Weile dauern.